Hallo zusammen, grüßt euch. Hallo. Heute probieren wir mal was ganz Verrücktes. Wir sind heute beim Stefan. Und der Stefan ist der weltbeste Grillsoßenmacher, Koch, den es gibt. Also wir machen heute Grillsoße. Ist ja Grillsaison jetzt. Und also bevor wir starten, müssen wir uns erstmal hier... Ich habe mir mal was mitgebracht. Ein Honigbier. Ja, in zwei verschiedenen Variationen. Einmal Amber Honey und einmal Golden Honey. Genau, man kann ja nicht einfach Grillsoße machen, ohne sich zu stärken, ne? Und meinst du, man kann die mit in die Grillsoße packen? Das werden wir heute auf jeden Fall mal versuchen. Das ist cool. Da habe ich nämlich mit den Jungs von Craft Bee drüber gesprochen und die haben gesagt, Leute, wir schicken euch mal was und das probieren wir jetzt gleich mal aus. Wir machen gleich Honig, Bier, Grillsoße, oder? Ja. Genau. Bisschen Honig haben wir auch noch mit dabei, von den eigenen Bienen natürlich, ist ja klar. Ja, dann würde ich sagen, verkosten wir das erstmal, oder? Ja, machen wir mal, ne? Ja, du probierst mal das Golden, ich probiere mal das Amber, oder? Prost. Dann Prost. Prost. Also das ist ein bisschen wie leicht wie so ein dunkles Schwarz, ja nicht ganz wie Schwarzbier, aber... Und das ist wahrscheinlich ein bisschen... Das ist wie mild, mehr wie ein helles. Okay. Ja, was nimmt man wohl besser für deine Soße? Ich würde erstmal das helle versuchen. Gut, dann, wir haben ja genug da. Ja, dann lass uns Soße kochen. Ja. Okay, also wir kochen jetzt erstmal das Bier ein, richtig? Ja. Das hast du schon da drin? Jawohl. Ja. Flasche ist leer. Alles im Topf. Sehr gut. So, das wird jetzt quasi reduziert. Ja, das dauert jetzt eine ganze Zeit. Da kann man sich also so zwei, drei Bierchen. Ja, wir haben ja genug da. Kann man sich da erstmal bei gelegen. Genau, also das dauert jetzt eine Weile, ne? Ja, dann würde ich auch sagen, ja, dann, du Köstritzer, ich Craft Bee, dann Prost. Ne? Mal Prost. Also das Soße-Kochen gefällt mir bis jetzt schon mal ganz gut. Der Weg ist ja auch das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Also ich habe mal Bier warm gemacht, das ist dann ziemlich... Ja, da musst du halt aufpassen. Hochgekommen. Man sieht es ja jetzt schon, ja. Wenn man das auf einem Induktionskochfeld macht, kann das sehr interessant werden. So, ich glaube, das Bier ist eingekocht, oder? Ja, das kocht jetzt so langsam ein. Ja. Und damit wir dem Ganzen eine fruchtige Note geben, haben wir uns jetzt entschieden, mit einem schwarzen Johannisbeersaft weiterzuarbeiten, den wir jetzt mit einkochen. Okay. Ja, ich gebe den mal dazu. Nimmt man einfach ein, ja, schönes, großes Glas. Schwarze Johannisbeersaft. Gut, ja. Sehr gut. Und das darf jetzt weiter... Das darf jetzt dann weiter einkochen. Und nachher geht es dann weiter mit den Gewürzen und weiteren Zutaten. Ja, dann werden wir uns jetzt mal langsam ranbegeben und die Gewürze zusammenmischen. Okay, damit Gewürze? Damit wir da auch einen gewissen Pep rankriegen an die ganze Sache. Das hört sich gut an. Was hast du denn da für Gewürze? Wir werden also Knoblauchgranulat nehmen, den Curry, da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall natürlich Pfeffer, Salz. Worcestersoße werden wir nehmen und dann schauen wir mal, wie wir es noch weiter abschmecken. Das ist gut. Werden wir mit Sicherheit was Passendes finden. Sehr wichtig, Esslöffel und Teelöffel. Okay. Und einen Becher brauchen wir, damit wir nachher gewisse Dinge, die flüssig sind, auch vernünftig abmessen können. Sehr schön. Dann wollen wir uns mal ranbegeben an die ganze Sache. Und wollen mal die Gewürze abmessen. Machst du da jetzt Pfeffer malen, ja? Jetzt malen wir mal ein bisschen Pfeffer. Sehr schön. Diese Mühle habe ich neu. Sehr interessant. Mal gucken, wie das funktioniert. Also ich nehme lieber frisch gemahlenen Pfeffer und nicht den fertig gemahlenen, damit man ein bisschen mehr Aroma hat. Aber auch das ist Geschmackssache. Wie mit vielen anderen Dingen halt auch. Ja. Ich fange da mal an mit dem Knoblauchgranulat. Davon nehmen wir 2 gehäufte Teelöffel. Am besten mengt man das auf einer Untertasse oder so ab mit einem Löffel. Weil wenn man jetzt mal abrutscht,
Dann hat man nicht gleich die ganze Mischung versaut. Der weiß, was er macht, ja? Was uns ja auch schon mal passiert ist. Ich schreibe euch das Rezept übrigens nachher auch nochmal auf. Ja, dann nehmen wir Zwiebelpulver. Davon nehmen wir auch 2 Teelöffel. Dann Salz. Schön ist, wenn die Verpackung auch aufgeht. Ah, jetzt kommt der Esslöffel. Jetzt nicht erschrecken, davon nehmen wir 2 Esslöffel. Zwei Esslöffel Salz, okay? Und immer zwischendurch probieren, ob das noch gut ist hier, ne? Sonst wird das schlecht. Weil wenn man verdurstet, ist auch nichts. Das ist nichts, ja. Ja, also Durst sollte man nicht haben. Dann nehmen wir braunen Rohrzucker. Ich weiß, ist jetzt für viele nicht die beste Variante, mit Zucker zu arbeiten. Man kann das natürlich auch mit Honig ausgleichen. Man kann das natürlich auch mit Honig machen. wenn jetzt einer nicht mit braunem Zucker arbeiten möchte, muss er halt ausprobieren, wie er dann den braunen Zucker mit Honig oder durch Honig macht. Wie viel hast du da jetzt? Eine halbe Tasse? Dann nehmen wir eine halbe Tasse. Die können wir auch schon reinmachen in unsere mittlerweile gut eingekochte Mischung. Gewürze und Salz, was wir vorher abgemengt haben, tun wir auch mit rein. Und jetzt kommt noch eine Zutat, die wir auch noch haben. Und zwar, wir nehmen ganz normalen Ketchup. Das ist aber nicht ganz normaler Ketchup, das ist... Ich nehme den immer von der Firma Werder. Werder Ketchup. Okay. Werder Ketchup, weil Weil lecker. Also weil lecker. Ne? Sehr hoher Tomatenanteil und damit kann man auch gut arbeiten, wenn er dann aus der Flasche kommt. Das tun wir alles schon mal damit rein. Also bis jetzt haben wir ungefähr eine kleine Flasche Bier. Wir haben ungefähr 300 Milliliter von diesem Saft mit drin. Ja. Dann sind die Gewürze drin und wir haben jetzt eine Tasse Ketchup. Ja, da kommt aber gleich noch etwas Ketchup dabei. Kommt noch was dabei, okay. Dann fangen wir mal an, das Ganze durchzurühren, damit das auch nicht anbrennt. Gehen wir einfach mal auf kleinste Flamme. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie Spaghetti-Soße, ne? Ja. Jetzt ist es noch Spaghetti-Soße, sozusagen. Aber ich kenne das Ergebnis ja schon und ich kann euch sagen, das ist gut. Das Ganze kann man nachher natürlich auch abfüllen. Wie, in die Soße oder? Wieder in Flaschen und das Ganze auch haltbar machen für eine gewisse Zeit. Also einkochen quasi? Ja. Ja. Weil viele werden ja das nicht unbedingt komplett auf einmal verbrauchen. Nehmen wir einfach einen Löffel. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Löffel vorher in der Ketchupflasche war, mit dem Stiel, dann hat man hinterher auch schön den Ketchup an den Finger. So gehört sich das. Ne? Wo gehobelt wird, bei den Spänen. Wie kleine Kinder. Na, darum, kochen mit kleinen Kindern macht ja Spaß. So, der Stefan ist so verdammt schnell. Er hat jetzt gerade schon einen Teelöffel Pfeffer noch dazu gegeben. Also hier der frisch gemahlen. Boah, Hammer. Was schwarzer Pfeffer ist, das ist ganz normal, ne? Ja. Melange noir. Ich kann zwar kein Französisch, aber jetzt kommt mein Honig, ja, das ist auch ganz wichtig. Wie viel packst du da rein? Gut, davon nehmen wir ungefähr die Hälfte. Okay. 250 Gramm Honig. So, jetzt haben wir dann den Honig damit zugefügt zu dieser Soße. Also ein halbes Glas Honig ungefähr? Ja, wir haben ungefähr ein halbes Glas Honig da jetzt rein. Der löst sich dann auch gleich. Übrigens nicht ausgeschlossen, dass der auch aus deinem Honig, aus deinem Garten kommt, der Honig. Ja, ich weiß nicht, was so eine Biene für einen Aktionsradius hat. Also 3 Kilometer. Na, dann könnte das sehr gut sein. Dann tun wir auch noch Worcestersoße rein. Und zwar 2 Esslöffel.
Ich nehme jetzt immer einen neuen Löffel. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr dann die Soße selber nachkocht, einen und denselben Löffel verwenden. Wenn da mal ein kleiner Spritzer daneben geht oder ein bisschen mehr drin ist, ist es nicht ganz so dramatisch. Sieht auf jeden Fall aus wie Soße. Und jetzt geht es langsam ans Abschmecken. So, Dennis, jetzt probier du mal. Ich probieren? Ja, klar. Oh Gott. Ich hab mich doch nicht vertan. Also zu viel Salz war es nicht. Schmeckt schon gut. Aber nicht. Aber richtig, boah, Knofi. Mega. Was man auch noch reintun kann und auch sollte, ist Senf. Senf, okay. Ja, da kann ich mir vorstellen. Da mache ich immer 2 Esslöffel rein. Sehr gut. Also ganz normal mittelscharfen. Wie es beliebt. Wer es etwas schärfer mag. Man kann das halt mit Bautzner machen oder mit Bolte-Senf. Jeder so. Wie er mag. Wie er mag. Also wir hatten gerade diskutiert, ob das wirklich Esslöffel Salz waren oder Teelöffel. Aber ich fand es jetzt nicht zu salzig. Es ist schon sehr kräftig. Kräftig, ja, aber. Aber nicht unangenehm. Nein. Man kann ja erst ein bisschen weniger Salz nehmen und später nachsalzen auch. Kann man ja auch machen. Man schmeckt es ja eh ab. Ja. Wie viel hast du jetzt ungefähr? Lass mal durchrechnen. Wir haben ungefähr. Ja, wir haben jetzt ungefähr die Menge von 2 normalen Ketchup-Flaschen, die wir nachher abfüllen können. Ja, sehr gut. Würde sagen, gelungener Versuch. Ja, wunderbar. So, der Stefan, der bereitet jetzt gerade noch die Flaschen vor, die werden jetzt einmal ausgekocht, damit die werden quasi sterilisiert. Dann kann man nämlich den Ketchup, beziehungsweise nicht den Ketchup, die Soße, wie nennen wir die eigentlich? Ist das eine Honigbier, schwarze Johannisbeer, Grillsoße? Müssen wir uns da noch einen Namen für ausdenken? Das werden wir auch. Und ich probiere jetzt noch mal. Ja, Hauptsache schmeckt. Ja, sehr gut. Man schmeckt auch schön die schwarze Johannisbeere raus. Und der Vorteil bei dem Bier scheint mir wirklich zu sein, dass der Hopfenanteil nicht zu hoch ist. Weil wenn man jetzt ein anderes Bier verwenden würde, hätte man das Problem, dass es auch schnell mal bitter werden kann. Okay, weil das ja einreduziert wird und dann bleibt natürlich dieser Hopfengeschmack über. Und das ist bei diesem Bier jetzt eben nicht so der Fall. Also ihr könnt auch mal ein anderes Bier ausprobieren, aber das ist nun mal ziemlich süffig. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich weiß ja nicht, ob es das bei euch im Getränkemarkt gibt. Bei uns gibt es das glücklicherweise. Ansonsten einfach im Internet bestellen, geht auch. Sag mal Stefan, bevor du jetzt die Soße abfüllst, ist das Honigbier eigentlich schon kalt? Das ist eine gute Idee. Ich hatte ja eben das Golden Honey. Und jetzt werde ich mir mal das Ember Honey gönnen. Sehr gut. Dankeschön. Ja, würde ich sagen, Prost. Also das sieht aus, als hättest du das schon mal gemacht, so 2-3 Mal. Ja, mit dem Trichter noch nicht. Aber man lernt ja nicht aus. Ja, weil wenn man den Rand versaut, dann kriegt man die Flasche nicht mehr vernünftig dicht, ne? Ja, vor allen Dingen, ich finde das immer sehr unangenehm, weil das irgendwann dann auch anfängt zu kleben. Ja. Wie verrückt. Perfekt. Das haben wir, glaube ich, sehr gut abgemessen. Passt rein. So, damit wir die Flaschen nachher auch dicht haben, schrauben wir jetzt die Deckel da drauf. Nehmen uns ein Tuch, weil die Flaschen sind ja immer noch sehr heiß.
und stellen sie einfach auf den Kopf und lassen sie abkühlen. Dadurch saugt sich dann der Deckel richtig fest und die sind längere Zeit haltbar. Sehr schön. Heiß abgefüllt sozusagen. Heiß abgefüllt. Genau. Bevor das nachher wieder Gemecker gibt, weil das ja nicht eingekocht ist. Ich sehe die Kommentare schon wieder, das ist nicht eingekocht, das ist nur heiß abgefüllt. Ja, ja. Aber bei der Soße ist das in Ordnung, weil die hat erstens viel Zucker und die hat zweitens auch noch ordentlich Salz. Ja. Und von daher hält sich das sowieso schon etwas länger, als wenn man jetzt irgendwelche Fleischkonserven, weil die müsste man einkochen tatsächlich. Da müsste das jetzt nochmal eine Stunde ins heiße kochende Wasser, aber das ist hierbei nicht notwendig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, also ich bin glücklich, die Soße ist lecker. Wir werden jetzt gleich noch den Topf hier auslecken und das restliche Bier austrinken. Ich glaube, da haben wir noch so ein paar Flaschen, ne? Ja. Die werden wir gleich auch noch mal probieren. Ich habe ja auch noch hier Inspiration für neue Videos. Ja. Und wir werden mit Sicherheit dann noch das eine oder andere in nächster Zeit mal ausprobieren. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao, ciao. Ach ja, das Rezept seht ihr unten drunter. Ihr könnt ja mal kommentieren, wenn ihr das nachgekocht habt. Und ja, danke Stefan. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.